So, liebe Leute, einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen nun wieder im Hesseland. Wir sind heute zunächst einmal in Rottgau-Weißkirchen. Das ist die sogenannte Rottgaubahn. Reine S-Bahn-Strecke zwischen Offenbach-Ost und Rödermark-Oberroden. S1 von DB Regio Mitte, S-Bahn Rhein-Main, mit Triebwagen Baureihe 430 in Doppel- oder Dreifachtraktion. Ich hatte natürlich das Glück, im Halbstundentakt mit einer Doppeltraktion nur fahren zu dürfen, während alle anderen Umläufe, die ich gesehen habe, alle dreiteilig waren. War natürlich proppenvoll die Hütte. Deswegen, als ich das schon rechtzeitig am Frankfurter Hauptbahnhof gesehen habe, bin ich schon mal mit der S8 bis Offenbach-Ost vorgefahren und konnte dann wenigstens das Stück angenehm reisen. Die S1 verkehrt tagsüber alle halbe Stunde, im Berufsverkehr alle 15 Minuten. Wobei die S1 der S-Bahn Rhein-Main führt von Wiesbaden Hauptbahnhof über Mainz-Kastell, Hochheim, Flörsheim, Frankfurt-Höchst, Frankfurt Hauptbahnhof, Frankfurt-City, Offenbach-City, Offenbach-Ost, hier lang vorbei über Rottgau bis Rödermark-Oberroden. Die Verstärkerzüge fahren aber nur auf Teilstrecken. Natürlich sind wir jetzt in der letzten anderthalb Stunden des Halbstundentaktes hier. Danach beginnt der Viertelstundentakt. Das nehme ich aber hin, denn ich habe noch was anderes vor. Heute. Nachher kommt wieder der Felix dazu, Felix F. Der mich zum nächsten Bahnübergang begleitet wird, weil da brauchen wir alle Augen. Wir filmen nachher mal ein richtiges Biest. Aber das ist für euch erst das nächste Video. Am Rande des Ortes auf so ein paar Feldwegen raus. Hier ist also relativ ruhig. Die Anlage, Lichtzeichen von Schön und Bachmann, Halbschranke, kein Gong. Ich sehe im Umkreis keine Signale, deswegen gehe ich von Ferne überwacht aus. Zuständiger Fahrensleiter für die Strecke sitzt im elektronischen Stellwerk Offenbach Ost. Jo, das hatte ich erzählt. Ob hier sonst noch was langfährt, keine Ahnung. Weil es wäre umständlich, dann in Offenbach-Ost gibt es zwar eine Verbindung zum Offenbacher Hauptbahnhof und dann auf die Fernbahn, aber ansonsten landet man eigentlich dann im S-Bahn-Stammtunnel. Also, wenn hier mal was anderes als eine S-Bahn langfährt, ist das schon echt ein Treffer. Vielleicht, oder es gibt planmäßige Leerzüge, ich weiß es nicht. Vielleicht kennt sich ja einer von euch näher aus, kann ihr sagen, ob hier theoretisch auch was anderes langkommen kann. Vielleicht mal ein Triebwagen der Dreieichbahn von der RB61, auch das ist möglich. Da hätte ich heute übrigens einige Zählungen gehabt, die wurden aber leider alle storniert. Warum, weiß ich nicht. Werde gleich natürlich mal gucken, ob der Zug trotzdem gefahren wäre oder ob er überhaupt fährt. Gut. Da war aber die Verabredung schon ausgemacht und deswegen haben wir das jetzt heute so gelassen. Diesen Bahnübergang ist heute zum Aufwärmen, obwohl jetzt ja meine NRW-Tour erst 2 Tage rum ist. Aber egal. Zu Hause kann ich eh nicht machen. Es ist die Zeit hier mit meiner Internetstörung, mit dem doppelten kaputten Router. Da kommt dann am morgigen Tag, vom heutigen Tag aus gesehen, ein Techniker. Und da setze ich dann doch so ein bisschen meine Hoffnung rein. Und dann habt ihr ein paar Videos mehr in einer Woche von mir gesehen. Um das wieder aufzuholen sozusagen. Gut, jetzt kümmern wir uns aber erstmal um das kleine hübsche Ding. Und im nächsten Video, wie gesagt, da kommt ein Biest.
Heieiei, das wird auch filmerisch eine Herausforderung. Und das wird das... Genießt noch mal die Kürze dieses Videos. Okay, so viel sei verraten. Vielleicht kommt ja der ein oder andere schon drauf. Könnt ihr mal einen Tipp in die Kommentare abgeben. Jetzt in der Zeit, wo das Video online ist und das andere noch nicht. Könnt mir vorstellen, dass der ein oder andere von euch da drauf kommt. Grüße aus Rottkau-Weißkirchen und viel Freude mit den hiesigen Aufnahmen. Heute Abend kommt hier auch noch eine Kleinigkeit vor. Ich finde die Telefonnummer von meinem Tablet nicht. Die kann ich benutzen. Und dafür kann ich mir auch noch 500 Gigabyte einkaufen. Die sind noch schön weiter verbrauchen, solange das wieder funktioniert. Auch wenn es wieder funktioniert. Ich gebe dir noch eine Vorwarnung. Dann rufst du einmal eine Nummer an und die sagst du mir dann einmal, dass ich die angeben kann. Ich finde die partout nicht wieder, welche Nummer mein Tablet hat. Aber das ist erst heute Abend, wenn ich wieder zu Hause bin. Fährt wohl doch noch ein bisschen mehr nur zweiteilig als wie meins, dann ist das vielleicht sogar auch planmäßig. Habe ich mich ja völlig unberechtigt aufgeregt. Mensch, Sachen gibt's.
wie immer, wenn man so gut wie fertig ist, kommt die Sonne raus, ne? Schweinerei. So, das ist dann die letzte Aufnahme. In Rottgau-Weißkirchen. Jetzt geht's zum Biest. Ich habe auch bei Instagram nichts verraten. Also, seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für hier und bis denn. Meine Damen und Herren, guten Abend nochmal. Warum melde ich mich jetzt mit einer Szene vom Frankfurter Hauptbahnhof, nachdem ich euch eigentlich ein BÜ-Biest versprochen habe? Ja, ihr könnt es euch denken, es ist nichts geworden. Also, ihr wolltet ja sicher alle schon fleißig eintippen. Wenn ich schon im Frankfurter Raum war, oder im Rhein-Main-Gebiet war, wolltet ihr sicherlich eintippen, haha, du fährst nach Frankfurt Nied. Genauso ist es auch. Ich war auch dort. Einziges Problem, es zog ein Gewitter auf. Und was für eins? Wir hatten Mitte März. Also dafür war das richtig ordentlich, eine richtige Linie, eine richtige Böenfront. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich dazu eine kleine Mini-Doku erstellt haben werde mit Material vom Felix, F und von mir. Hauptsächlich sogar von ihm. Und ja, ich bin jetzt noch durch mit den Klamotten. Die sind jetzt noch, wenn nicht nass, dann sind sie arschkalt. Ist auch nicht ein sonderlich angenehmes Gefühl, mit nassen Socken und nassen Schuhen rumzulaufen. Ein bisschen was konnte ich in seiner Bude trocknen, aber wenig zu holen. Naja, und deswegen müssen wir leider das BÜ-Biest nochmal verschieben. Ich habe jetzt auch absehbar in den nächsten Wochen dafür erstmal keine Zeit. Sodass das noch eine Weile warten muss. Wir waren kurz da, wollten aufbauen, haben die schwarze Wolkenwand anziehen sehen und haben gedacht, ne, bringt nichts. Ja, so ist es, so kann es laufen. Und ich habe aber auch die Lage da heute wirklich unterschätzt. Sie war auch ursprünglich für diesen Tag weiter südlich gerechnet. Ja, so ist es. Und an einer anderen Stelle werde ich euch dann in Frankfurt Nied begrüßen. Seid gespannt drauf. Die nächsten Videos gehen aber erstmal dann in andere Regionen und Ecken.